Frau Philippe, vielen Dank und liebe Grüße an den Herrn Doktor. Schöne Grüße nach Kalifornien, bis zum nächsten Mal. Okay, danke. Bis bald. Ja, ciao. 24.000 Euro. Ich frage mal unsere Expertin hier aus der Bundesrepublik, aus Berlin, ob das für Schauspielerinnen in Deutschland auch ein Thema ist. Herzlich willkommen, Stefanie Stappenbeck. Du hast es natürlich nicht mal im Entferntesten nötig, aber wäre es für dich ein Thema, plastische Chirurgie anwenden zu lassen? Also, ich finde das ein bisschen gruselig. Da kann ja so viel schief gehen. Stell dir mal vor, man hat dann so eine Hängelippe oder so schiefe Augen und so. Also wir sehen sie ja alle jetzt bei den Fernsehpreisen, wo es schief gegangen ist. Ja, ja, eben. Aber ich weiß von vielen Kolleginnen von dir, die sagen, wenn man als Schauspielerin auf die 40 zugeht, auch da bin ich so weit entfernt, ja, bleibt einem nichts anderes übrig. Mir haben Schauspielerinnen, wirklich gute Schauspielerinnen gesagt, wenn ich mir nicht die Titten richten lasse, kriege ich gar keine Rollen mehr. O-Ton. Ich kann mir vorstellen, es gibt so Leute, das verstehe ich dann, die, wenn die so auf die 50 zugehen, kriegen so Schlupflieder und kriegen die Augen nicht mehr richtig auf. Und so, ja. Ne? Oder wenn die Hälse hier so vorhängen. Und so, so schlackern. Ja, wenn man da so, das verstehe ich, das kommen wir nochmal. Ja, aber da kann immer noch zum Beispiel Politkommentator in der ARD werden. Mit hier unten mit so einem Truthahn. Dann sagt man einfach dann, die Lage ist bedrohlich in Brüssel. Ja? Also das geht schon, aber als Schauspieler, es sei denn, man ist Charakterdarsteller, wo das sozusagen mit dazugehört. Ja? Ja, Männer, ich glaube, Männer haben einfach grundsätzlich... Das ist aber eigentlich ungerecht. Ja. Findest du nicht? Du, so ist das Leben, was soll man machen? Ha, ihr seid ganz schön abgebrüht, ihr jungen Schauspielerinnen. Hast du eigentlich Sky zu Hause? Nee, immer noch nicht. Wieso denn nicht? Mein Fernseher ist kaputt. Ich bin seit Wochen nur noch auf Spiegel Online, Zeit Online. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist auf der Welt. Ja, aber für Sky brauchst du, braucht man eigentlich für Sky einen Fernseher, Helmut? Das ist eine gute Frage. Genügt dich ein iPhone? Nee, du kannst auch auf dem Laptop, natürlich. Ja, eben. Ach super, dann gucke ich mir das. Also, ich kann dir gleich nachher ein Anmeldeformular geben. Ich habe gehört, du planst eine Neuseelandreise. Ja, nächsten Dienstag. Ich bin schon. Ja, wie lange? 4 Wochen mit Camper. Mit Camper? Mit dem Campervan und durch die Gegend fahren und im Wilden schlafen. Nord- und Südinsel? Alles. Da kommt jetzt der Sommer, ne? Ja, genau, da ist jetzt Frühsommer. Wo startet ihr die Reise? In Auckland. Habt ihr die schon geplant oder fahrt ihr einfach nur los? Nee, ja, ich habe so die ersten 2 Nächte Hotelchen wegen Jetlag und dann in Camper und dann einfach losfahren. Ich habe so ein paar Stationen, was ich gern sehen will, so die Wale und die Alpen und so Kram. Ja. Also wegen der Alpen lohnt es sich sehr nach Neuseeland zu fliegen. Ja, es sind Neuseeländische Alpen. Weil sie sehen völlig anders aus als hier. Ja. Da wird, glaube ich, zum ersten Mal alle Neuseelandreisen haben diese Eindruck, bin ich eigentlich bekloppt? Ich stehe hier und schaue mir Alpen an, ja, am anderen Ende der Welt. Warum fahre ich nicht nach Österreich oder in die Schweiz? Aber es ist natürlich toll, weil du drehst dich um und schaust auf den Dschungel oder auf Palmen. Ja. Und wollt ihr das Auto mitnehmen auf der Fähre auf die Südinsel? Genau, oder mietet ihr da unten ein neues Auto? Nee, wir nehmen es mit. Wir bleiben im selben Wacken. Also, da wünsche ich dir einen tollen Urlaub und vielleicht bringst du ein paar Fotos mit, wenn du wieder bei uns zu Gast bist. Ja, sehr gerne. Ja? Was Sie auch fragen wollen, spielt ihr eigentlich noch die Drei-Groschen-Oper in Berlin? Ja, immer wieder. Jetzt ist sie gerade auf Gastspiel in Brasilien, da konnte ich nicht mit. Ärgerlich, oder? Und sehr schade. Ja. Sehr schade. Und wir spielen, glaube ich, wieder, das Bühnenbild kommt zurück Ende Dezember, da spielen wir es vielleicht noch. Aber dass sie so ein Brasilien-Gastspiel entgangen ist, ist natürlich schon ein Jammer. Ja, ganz blöd, aber ich musste ja den Minister drehen, ich konnte nicht. Ach so, das ist die Serie, die nichts mit Gutenberg zu tun hat, aber ein bisschen an Gutenberg angelehnt ist. Richtig. Ja. Also, Stefanie Stappenbeck demnächst in Neuseeland oder in einem Laptop ihrer Wahl. Kurz Werbung und dann Ingo Zamperoni. Bis gleich.